Ja, hallo Leute. Heute testen wir mal Blanke Ground und das Produkt Blanke Disk. Blanke Ground ist eine Haft- und Grundierdispersion mit wasserhemmender Wirkung. Je nach Untergrund müsst ihr Blanke Ground mit Wasser verdünnen. Ihr könnt den Primer mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. So, jetzt machen wir das erstmal unverdünnt auf Holz. Da soll es ja, also auf Spanplatte. Da soll es ja 1 zu 1 ja, angewendet werden. So, also ich streiche jetzt nur den linken Bereich ein. Und hier kleben wir später dann eine 10 cm breite Fliese auf und gucken, wie es dann im Unterschied zur nicht angestrichenen Fläche klebt. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der Rigipsplatte. Für den nächsten Untergrund und die nächsten Testflächen verdünnen wir den Primer 1 zu 2 mit Wasser. Jetzt streiche ich die 1 zu 2 Verdünnung auf. So, und jetzt haben wir eine 1 zu 3 Verdünnung. So, und jetzt machen wir die 1 zu 3 Verdünnung auf der Rigipsplatte, was ja der Sollwert ist, was man ja nach Vorgabe machen soll. Das ist schon deutlich dünnflüssiger. Oh, das ist ein Pinsel, das versuche ich natürlich mal rauszumachen. Da ist ohne, da ist 1 zu 1, ein bisschen stärker. Und ich kann ja auch mal hier 1 zu 3 Verdünnung machen. Das ist dann 1 zu 3, schreibe ich gleich noch drauf. Den Pinsel könnt ihr ganz einfach mit Wasser auswaschen. So, jetzt habe ich da überall so einen kleinen Schlitz reingemacht, wo wir die Zugwaage dann einspannen können. Und das werden wir jetzt auch gleich machen und die jetzt alle aufkleben. Wir haben das natürlich hier ja, mit B-Ware beklebt, wegen der Nachhaltigkeit. Die Folie ist die gleiche, also die ist jetzt davon nicht betroffen. Nur auf dem Dekor sind halt irgendwelche Fehler oder die Foliendichtung ist schief angebracht worden. So, und jetzt machen wir den Abschältest. Dazu nehmen wir diese Waage hier. Spannen die ein und die setzen wir auch jetzt mal auf 0. Ups, das ist ausgegangen. Also die Waage hat jetzt einen Wert von 0 und jetzt spannen wir das ein und versuchen das wieder abzuziehen. Das ist jetzt hier eingespannt und jetzt versuchen wir das mal abzuziehen. Ich bin jetzt hier schon bei 550 Gramm bei dem 1 zu 1 verdünnten. Und bei 550 Gramm, da reiße ich hier eher die ja, Foliendichtung mit ab. Also ich bin jetzt hier schon bei 600, ja, jetzt sogar bei 710 Gramm, 780 Gramm. Und hier hinten passiert genau das hier. Also das ist jetzt schon ein sehr harter Belastungstest. Oh, jetzt ist die Foliendichtung hier gerissen sogar. Also ich habe sie jetzt mit 700 Gramm Zugkraft hier nur ganz leicht abreißen können. Ich versuche mal, die ein bisschen mehr abzureißen. Also man sieht jetzt hier schon, wo der Kleber überall gehaftet hat. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, dann den Klebertest ohne Beschichtung, also einfach so drauf. So, ich habe das jetzt hier eingehakt. Die Waage ist auf 0 und jetzt fang ich an, hier dran zu ziehen. Und hier haben wir auch einen Wert von 600 und ja, da ist es auch hier nur leicht abgegangen und dann ist auch schon die Foliendichtung gerissen. Also das waren hier auch deutlich über 600. Ist also auch okay, wenn wir das jetzt hier abreißen. Es ist jetzt schon mal ein bisschen leichter abgegangen, kann man schon sagen. Ne? Ja. Also um 200 Gramm ungefähr ist das hier leichter abgegangen. Und jetzt kommt Putz dran mit der empfohlenen 1 zu 2 Mischung. Wir ziehen und erreichen hier einen Wert von 1,07 Kilo und es schält sich ab. Jetzt ist der Wert ein bisschen gefallen.
man noch 760 Gramm. So, und jetzt sehen wir das mal unverdünnt. Spannen das auch hier ein. Waage nullen und ziehen. Also unverdünnt sind es sogar beim Abschältest um die 2 Kilo. Und dann schält sich das Ganze da hinten ab. Jetzt machen wir das mal mit einer etwas dünneren Verdünnung, also 1:3. Das ist jetzt also dünner. Waage ist genullt, geht los. Und auch hier ist der Abschältest bei 2,2 Kilo ungefähr. So, und jetzt machen wir das ohne Beschichtung direkt auf dem Putz. Es geht los. Hier haben wir auch so um die 2,2 Kilo. Also das wundert mich jetzt auch, dass das, so, dass das hier sogar stärker ist. Also hier sind wir bei 3 Kilo eigentlich schon. Ja. Und es geht noch nicht mal von der Wand ab. Also und die Gipskartonplatte mit der empfohlenen Verdünnung 1:3. Geht los. Ja, 1,53 Kilo und es löst sich langsam ab. Und jetzt nochmal als Gegenvergleich den unverdünnten. Geht los. Ja, 1600 ungefähr. Und dann löst es sich auch schon ab. Jetzt Gipskarton, also Rigips ohne. Es geht los. Ja, 1000 ungefähr. Ja, Repositionierbarkeit ist hier bei 1:1 bedingt gegeben. Also, und ja, hier kann man es repositionieren, da bleibt nichts hängen. Und bei 1:3. Ja, da wird auch ein bisschen was mit abgerissen. Hier ist es ja witzlos. Ja, beim Putz ohne, da wird was mit abgerissen. Beim Putz 1:3 wird auch was abgerissen. Beim Putz 1:2 Verdünnung wird auch was abgerissen. Beim Putz 1:1 wird noch mehr abgerissen. Hier alle mal abgerissen. Dann sieht das so aus. Ja, also beim Putz, da fühlt es sich irgendwie so an, als ob das, ja, als wenn das Latex wäre. Also es ist schon eine klebefreudige Beschichtung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr einen Freund kennt, der das auch interessant findet, dann teilt das Video mit ihm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Sascha.